Und damit hallo und herzlich willkommen zu Path of Titans. Wir werden heute versuchen, als der größte Dinosaurier im Spiel zu überleben, nämlich der Argentinosaurus. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Der heißt übrigens Jumbo. Und jetzt sind wir gar nicht mehr so Jumbo. Wir sind nämlich jetzt winzig. Oh Gott, ist der putzig. Na, gehen wir mal in die Welt. Gucken, was passiert. Und da sind wir auch schon gespawnt. Aktuell haben wir nur einen Schweifhieb. Ich glaube, den können wir mit der Blickrichtung so ein bisschen steuern. Und ich glaube, so winzig sind wir gar nicht. Also es geht. Das ist aber auch ein Server, wo man relativ schnell wächst. Habe ich extra halt genommen, damit wir es ein bisschen ausprobieren können. Weil ich habe gar keine Erfahrung im Kämpfen. Und ich denke schon, dass wir oft angegriffen werden, weil wir halt so groß sind und jeder uns sieht. Also optisch sieht das ja schon mal richtig cool aus, das Spiel. Und es ist halt auch cool, dass man solche Sauropoden spielen kann. Das kennt man ja aus The Isle gar nicht. Mal schauen, wie lange wir überleben können. Das hier ist übrigens das Hut. Das habe ich gerade ausgeblendet gehabt. Und ihr seht schon an der gelben Leiste, die da unten steigt, das ist unser Wachstum. Also das geht auch passiv und relativ schnell. Das heißt, wir müssen gar nicht so lange warten. Riechen kann man, glaube ich, gar nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das mit Nahrung ist. Da müssen wir wahrscheinlich einfach so ein bisschen die Augen offen halten. Irgendwie zu Bäumen gehen, zu Büschen gehen. Ich habe nämlich keinen Plan, was der Argentinosaurus so verspeist. Aber trinken sollten wir hier können. Ja, aber irgendwie geht das nicht. Ah, okay, das ist aber auch Meer. Guck mal, das ist Salzwasser. Das heißt, wir müssen hier nach oben gehen wahrscheinlich, damit wir dort was zu trinken bekommen. Das werde ich doch dann mal machen. Okay, ich glaube, an dem Ort können wir nicht trinken. Das sind, glaube ich, diese heilenden Quellen. Da liegen irgendwelche Skelette. Also wir können es gerne ausprobieren mit Trinken, aber ich glaube, das geht nicht. Kann man halt reingehen, baden und dann heilt man, glaube ich, schneller. Die Frage ist halt nur, ist das tief genug für uns? Ja doch, wir können aber schwimmen. Hier sind auf jeden Fall auch irgendwelche Skelette. Aber ich glaube, die sind für Missionen, also für so Sammelmissionen. Also das heißt jetzt nicht, dass hier irgendwas gestorben ist. Es dauert übrigens sehr, sehr lange, mit dem Argentinosaurus irgendwo hinzuwandern. Wir sind übrigens auch schon sehr krass gewachsen. Ich kann es euch mal eben zeigen. Wir sind schon beim Heranwachsenden fast. Das ist krass. Also es geht sehr, sehr schnell auf dem Server. Ist aber ja ganz gut, wenn wir ausprobieren wollen, dass es nicht so lange dauert. Ich weiß halt noch nicht, wie es ist mit anderen Fähigkeiten. Ich glaube, ja, die kosten halt immer so Coins. Und ich glaube, die Coins, die schalte ich halt nur frei, wenn ich Mission mache. Also hier sieht man die Marken. Kann man dann auch Skins freischalten. Das heißt, wir müssen früher oder später auch Mission machen. Oh, da hinten ist ein Spinosaurus im Wasser. Habt ihr das gesehen? Ich muss mal eben wieder aufstehen. Ich wollte halt meine Ausdauer noch regenerieren. Der ist gerade ins Wasser gegangen. Der hat uns bestimmt auch gesehen. Ja, ich habe wieder volle Ausdauer. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob der für uns eine Bedrohung ist. Ich meine, wir sind ja schon einigermaßen groß. Ich hoffe, der greift uns einfach nicht an. Der taucht da vorne. Der schwimmt da davon. Oh, der macht böse. Okay, ich gehe hin. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, was willst du jetzt machen, Spino, hä? Ich bin einfach 10-mal so groß wie du.
Na, jetzt hast du Angst, oder was? Einmal drehen. Also ein bisschen schwerfällig bei dem. Versuch mal ein bisschen rückwärts zu gehen. Ah, der hat leider keine Lust. Der bleibt schön auf Abstand. Aber was soll ich machen dagegen? Ich kann nur mal ein Stück rückwärts gehen. Aber dann schwimmt er halt auch einfach rückwärts. Ja, ihr seht das ja. Na, ja, dann ist es so. Dann wandern wir weiter. Er macht die ganze Zeit aber trotzdem auf dicke Hose. Er schwimmt mir auch hinterher. Wir können uns halt jetzt nicht ewig mit dem auseinandersetzen. Oh Gott, passen wir hier durch? Oh, gerade so. Wenn wir noch ein bisschen dicker werden, dann ist aber vorbei. Oh, ich kann sogar was lernen, sehe ich gerade. Ich kann einen Stomp lernen. Okay. Ah, nee, warte mal. Kann ich beides lernen? Ich kann beides lernen. Okay, links und rechts. Dann muss ich das aber wahrscheinlich noch irgendwie ausstatten hier, ne? Oh Gott, das ist ja kompliziert jetzt. Kann ich ja alles auswählen. Ah, die Sonne geht auch wieder auf. Das ist cool. Ah, okay, ich verstehe. Ich dachte, der stompt mit beiden Füßen, aber jetzt sehe ich es. Ich kann halt genau den Fuß auswählen, mit dem man stompen möchte. Ist wahrscheinlich dann eher für kleinere Angreifer, die einem um die Beine rumkrauchen. Aber ist dann ja gar nicht schlecht, wie ich das da unten gemacht habe. Sieht ein bisschen kompliziert aus, kriege ich wahrscheinlich auch im Eifer des Gefechts nicht hin. Aber mal gucken. Immerhin haben wir es jetzt gelevelt. Ob wir hier unten noch durchkommen? Ich glaube irgendwie nicht. Weil wenn wir den Kopf unten lassen, sollte das passen. Gerade so. Ich glaube, man muss sich auch gut überlegen, welche Wege man mit dem geht, weil wenn der Wald zu dicht ist oder so, kommt man da bestimmt auch nicht durch. Aber ich glaube, hier sollte das noch passen. Ich bleibe halt jetzt schon hier überall hängen, in den ganzen Baumstämmen. Das ist echt ein Problem. Vielleicht können wir dann, wenn euch das Ganze gut gefällt hier mit Path of Titans, das auch mal auf einem Server spielen, wo es länger dauert mit dem Wachstum. Und dann können wir das so ähnlich machen wie bei The Isle mit den Folgen. Das wäre ja auch interessant. Könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt von Path of Titans. Oh, die Sonne. Oh, schön. Endlich. Und nicht mehr so dichter Wald. Das Terrain sieht doch schon besser aus. Können wir uns auf jeden Fall besser bewegen. Aber wir müssen noch nach da oben. Da finden wir dann auch hoffentlich Fressen und Trinken. Ich glaube, ich werde da links hochgehen. Ich glaube, das schaffen wir. Da rechts würde auch gehen, aber ich glaube, das ist ein Umweg. Deswegen laufe ich mal dort nach oben. Das hier ist übrigens schon Sprinten. Das hier ist normal gehen. Also es dauert wirklich, wirklich lange. Na, ah, es ist schon steil. Mal gucken, ob wir das schaffen. Bergsteiger-Sauropode. Ach, haben wir ihn bekommen. Wir sind übrigens schon jetzt komplett ausgewachsen.
glaube, jetzt sind wir keine leichte Beute mehr für keinen Fleischfresser. Da muss schon eine Gruppe kommen. Mal gucken, ob uns diese Folge überhaupt jemand angreifen wird. Aber hier ist das große Tal. Hier können wir uns hoffentlich den Bauch vollschlagen. Das wäre schön. Oh. Okay, ich muss aufpassen mit Falldamage. Ich habe Schaden bekommen. Ja, nach unten ist immer gefährlich. Aber jetzt erstmal finden, was wir fressen können. Es muss ja eigentlich irgendwie ein Baum oder so sein, denke ich mal. Weil es können auch Büsche sein. Aber ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal zum Wasser und trinke was. Und dann können wir auch gleichzeitig hier den Seetang wegräumen. Ich glaube, das ist nämlich unsere Mission. Aber erstmal trinken. Geht das mit E? Ich mach mal wieder das HUD an. Ich blende übrigens oft das HUD aus, weil ich das gerne mag, wenn kein HUD angezeigt wird. Sieht das Spiel so schön aus. Sammeln wir mal hier alles ein. Kriegen wir auch mal ein paar Punkte. Ist gar nicht mal so leicht mit so einem Riesen. Ach doch, jetzt trinkt er schon. Okay, die Animation ist einfach noch ein bisschen weird. Und wir haben 6000 Punkte bekommen. Okay, damit können wir jetzt ja fast alles machen. Auf dem Server kann man echt viel ausprobieren. Das ist, glaube ich, eher so ein Deathmatch-Server. Dann gehe ich mal wieder hier auf die freie Fläche. Und dann legen wir uns mal hin und leveln mal ein bisschen. Und vielleicht holen wir uns auch einen neuen Skin. Oh, ist voll nebelig jetzt geworden. Aber ich wollte mich ja noch hinlegen wegen den Fähigkeiten. Das machen wir mal schnell. Weil sobald man liegt und schläft, kann man halt die Fähigkeiten bearbeiten. Und da können wir uns auch einen Skin aussuchen. Also den jetzigen Skin finde ich schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich den ändern werde. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit unserem jetzigen Skin, muss ich sagen. Der gefällt mir. Ich lasse den so. Dann können wir aber hier nochmal reingehen. Hier gibt es nämlich noch Attacken, die wir lernen können. Okay, wir können Angreifer abschütteln von unserem Hals anscheinend. Und einen Kopfstoß können wir machen. Kann beim Laufen verwendet werden. Schalten wir auch mal frei natürlich. Machen wir mal alles hier rein. Das wird hier richtig kompliziert. Ich glaube, den Kopfstoß mache ich sogar mal auf meine rechte Maustaste. Das Abschütteln machen wir mal auf 5. Und die Stimme kann man auch noch lernen. Ah, das ist so ein Buff, den man machen kann. Das ist ja krass. Dann wird man einfach tankier. Das ist ja auch interessant. Aber dafür bräuchte ich halt andere Mates, glaube ich, damit das funktioniert, wenn ich das so auf die Schnelle verstehe. Und den Stoffwechsel kann man hier auch ändern. Ja, unsere ganzen neuen Attacken haben wir halt hier jetzt. Einmal so ein Kopfstoß. Dann haben wir das Abschütteln. Ich weiß gar nicht, ob es schon sowas wie ein Pounce gibt, dass die sich an mich ran, also an mich ranspringen können und auch an mir dran bleiben, dass ich die abschütteln muss. Keine Ahnung. Und dann gibt es das hier noch. Oh, das hat einfach mal den Regen beendet. Okay. Macht das denn auch Schaden? Dieser Stampfer? Ich glaube schon. Aber das ist auch ein Buff für meine Mates. Wie krass schnell der Wetterwechsel jetzt kam. Das war voll passend. Ich wandere jetzt einfach mal Richtung Norden weiter. Weil bis jetzt haben wir noch nicht wirklich andere Dinosaurier gesehen. Halt nur den einen Spinosaurus. Und ansonsten ist hier tote Hose. Ich kann euch ja mal eben zeigen, wo wir sind. Wir sind halt unten rechts. Ich glaube, die meisten Leute sind immer hier beim Krater. Das ist, glaube ich, auch noch ein großes Problem von Path of Titans, dass sich die Leute nicht verteilen. Also die Leute chillen halt alle hier gemeinsam am Krater vermutlich, kämpfen da ein bisschen und hier ist halt gar nichts los, obwohl die Gegend echt schön ist. Aber das heißt für uns, ja, ich würde fast sagen, wir gehen hier hoch und dann rechts. Ich will nämlich gerne hier in das Gebiet mal und mir das angucken und vielleicht als nächstes das hier, falls wir das noch schaffen. Es dauert halt alles ewig als Sauropode.
weil der halt so langsam ist. Sieht schon wunderschön aus, aber irgendwie ist hier leider gar nichts los, was andere Dinos angeht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal Suizid machen und dann hoffen, dass an einem anderen Ort, wo wir dann spawnen, mehr los ist. Hat ja nicht lange gedauert, bis der ausgewachsen war. Und wir können sogar wieder mit Jumbo starten. Das ist ganz cool, das heißt, wir brauchen nicht mal neu wachsen. Ich hoffe, wir spawnen jetzt mehr so im Nordwesten, das wäre ganz cool. Wir spawnen einfach mitten im Wald, okay. Schauen, wo wir jetzt sind. Ja, das ist doch schon besser, weil hier ist der Krater. Da möchte ich hin. Das ist jetzt das Ziel. Das heißt, ich werde versuchen, hier hinzukommen und dann hier das Wasser zu überqueren. Oder ist hier oben realistischer? Ich weiß es nicht. Okay, wir sind halt hier wieder an so einer richtig krassen Klippe. Oh, das ist mit dem Sauropoden aber auch echt schwer. Es dauert halt ewig, irgendwo hinzuwandern. Also hier kommen wir auch safe nicht runter dann. Na, wisst ihr, was das heißt? Suizid Nummer 2. Oha, wo sind wir denn jetzt gespawnt? Sieht ja krass hier aus. Ah, oben rechts. Oh, das geht sogar vom Weg. Also wenn wir jetzt hier runtergehen, Richtung Krater, so als Hauptziel... Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Und das Terrain geht hier auch noch, also ist nicht so dicht. Stimmt die Richtung? Ja, die Richtung stimmt einigermaßen. Gehen mal hier ein Stück hoch. Ah, das ist schon cool, wie unterschiedlich die Biome aussehen. Hier sieht es halt auch wieder richtig heftig aus. Ich höre hier andere Dinos. Endlich ein Lebenszeichen. Direkt wieder Fallschaden kassiert. Und mit dem muss man echt aufpassen, weil ihr seht ja, ich habe ein Drittel Leben verloren. Oh, da vorne ist ein anderer Argentinosaurus, oder? Annehmen. Ist er jetzt in unserer Gruppe? Tatsächlich, wir haben einen Mate. Oh, wie cool ist das denn? Gut, dass wir hier neu gespawnt sind. Sind wir nicht mehr allein. Der ist aber noch kleiner als wir. Wie süß winzig der wirkt gegen uns. Das ist ja niedlich. Ich hoffe, der wandert mit mir. Oha, er macht schon richtig auf dicken Max. Kann ich auch. Kannst mal sehen, du kleiner Racker. Bei mir ist das noch ein bisschen mächtiger. Komm, wir gehen weiter. Ab zum Krater, mein Kleiner. Ich glaube, das ist hier getrocknete Lava, oder? Zumindest von der Form so aus. Das heißt, das da oben ist wahrscheinlich ein Vulkan. Aber ist eigentlich ganz angenehm hier für mich zum Laufen, die Lava. Wo will denn der Kleine hin? Komm mit. Ich hoffe, der verfolgt uns. Es scheint ein bisschen planlos durch die Gegend zu laufen. Ich habe ja zumindest ein Ziel vor Augen. Ich hoffe, da kommt keine Engstelle, dass wir da nicht durchkommen. Das wäre ärgerlich. Aber es wird schon passen. Ich hoffe es einfach mal. Ja, als so großer Argentinosaurus hat man es echt nicht leicht. Zumindest was Wandern angeht. Guck mal, hier wird es schon schwierig. Gucken, ob wir hier durchpassen mit unserem dicken Bauch.
gerade so. Jetzt kommen mir einfach diese Felsen. Schaffen wir aber auch. Und da unten durch, schaffen wir das? Ach du Schande. Nee, wir bleiben hängen. Oh Gott. So ein Mist. Ja, durch die kleine Lücke, da werden wir auch nicht kommen. Das heißt, hier ist Sackgasse für uns. Nee, das passt auch nicht. Ja, super. Das ist natürlich blöd. Müssen wir jetzt nochmal hier durch den Todeswald. Nochmal ein ganzes Stück zum Strand laufen und dann versuche ich am Ufer entlang zu laufen. Hier könnten wir sogar rüberschwimmen. Beziehungsweise wahrscheinlich einfach durchlaufen. Hier beginnt schon wieder das nächste Biom. Ey, das ist so interessant. Das ist hier sowas wie Mangroven, oder? Wir laufen jetzt hier einfach durchs Wasser. Gut, dass wir so groß sind. Brauchen wir nicht schwimmen. Aber es sieht schon gruselig aus, wenn jetzt hier so ein Dinosaurus oder so kommt. Da würde ich mich schon erschrecken. Ganz rüber können wir wahrscheinlich nicht. Nee, da müssen wir schwimmen. Okay. Ich möchte aber noch nicht rüberschwimmen. Ich muss halt echt gucken, dass ich den Hals über Wasser halte. Ich glaube, sonst ersticke ich. Ich glaube, das könnte aber hier klappen. Oh, wir werden angegriffen. Von dem NPC-Ding oder was es ist. Oh Gott. Jetzt blockt er uns auch noch. Wie gemein. Und ich komme hier nirgendwo hoch. Ich komme halt jetzt nicht mehr nach vorne wegen dem. Aber ich kann gerade auch nicht angreifen oder so. Hä, das ist richtig mies hier. Ja, der Body blockt mich halt von vorne. Okay, hier können wir ein bisschen hoch. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder an Land. Das gibt's doch gar nicht. Oh, er schafft's. Oh, Gott sei Dank. Oh. Riecht jetzt erstmal ein paar Schweifhiebe da im Wasser, der Fiese. Ja, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Dass wir wieder ein bisschen Ausdauer kriegen. Und dann müssen wir echt mal gucken, dass wir eine andere Stelle finden. Ich dachte eigentlich, dass wir dort easy das Wasser überqueren können. Das sah halt nicht so steil aus. Aber ich konnte nirgendwo aus dem Wasser raus. Und dann wieder angegriffen. Das ist doch gar nicht. Was ist das für ein fieses Vieh? Schweifhieb für dich. Ja, den erstmal zu treffen ist halt auch schwer. Dann müssen wir ein bisschen weiter weg hier im Wasser. Ich glaube, hier haben wir jetzt einen besseren Weg gefunden. Der ist auf jeden Fall besser für unseren Dino geeignet. Ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen mehr auskennen auf der Karte mit so einem großen Saurier. Dann halt auch die richtigen Wege wählen. Aber ich kenne die Karte halt so gut wie gar nicht. Ich habe sie nur ab und zu im Livestream halt gespielt und ansonsten gar nicht. Ich bin jetzt die ganze Nacht wieder durchgewandert. Aber wir kommen dem Ziel immer näher. Da ist der Krater. Ich hoffe echt, dass da andere Spieler sind, weil der Server ist recht voll. Aber ich begegne halt fast niemanden. Ist echt irgendwie ein bisschen blöd. Also ich hätte mich sehr darüber gefreut, hätte ich mal noch andere Pflanzenfresser gefunden. Oder halt andere Fleischfresser, die zumindest mal Hallo sagen. Aber ich bin die ganze Zeit einfach nur einsam am Wandern. Aber immerhin ist die Gegend sehr schön. Also das ist ganz nice. Und es gibt halt auch viele unterschiedliche Biome. Dadurch gibt es halt auch viel zu sehen. Jetzt müssen wir hier noch das Wasser überqueren. Da vorne ist was Großes. Das
gerade ins Wasser gesprungen. Ich glaube, das war ein Rex oder so. Ja, das ist ein T-Rex, ne? Ich glaube, ich drehe mich mal lieber um. Nicht, dass der uns angreift. Das dauert halt alles ein bisschen bei meinem Dino. Ja, er kommt. Oh Gott. Ich wollte eigentlich gerade was trinken gehen hier vorne. Da oben kommt der. Der legt sich da hin. Okay, vielleicht will der gar nicht zu mir. Würde ich sagen, nutze ich mal die Chance und trinke ein bisschen was. Essen brauchen wir halt gleich auch noch, irgendwann. Oh, da vorne sind, glaube ich, andere Pflanzenfresser. Keine Ahnung, welche das sind. Aber das sind welche. Ich glaube, das ist ein Kentro und ein... Oh, den habe ich vergessen. Ich glaube, ich kenne den aber auch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie winzig die gegen mich wirken, oder? Läuft auch irgendwas Kleines. Ja, man merkt, ne, hier ist es direkt belebt. Ist halt so ein Hotspot. Oh, da oben. Da sind doch Feinde für mich. Die sind in meiner Größenordnung. Ich glaube, das ist ein Agrokanto. Oh, hier ist auch ein Megalania noch im Busch. Das hier ist ein Allo, oder? Aber der scheint auch friedlich zu sein. Gott, wie winzig der ist. Ich bin so riesig. Greifen wir, glaube ich, an. Ich check hier ehrlich gesagt gar nichts. Das ist völliges Durcheinander. Ich glaube, ich werde angegriffen von den Kleinen hier, oder? Den Megalanias. Ich geh mal ein Stück rückwärts. Ist halt immer ein bisschen kompliziert mit der Kamera. Ich fühle mich ein bisschen hilflos, weil ich so langsam bin. Jawohl. Da ist auch ein Kano. Beziehungsweise, ich glaube, der heißt anders, ne? Ein Kano-Verschnitt. Konkavenator. Ich komme leider mit meinem Kopfhieb nicht an.
Gott, das ist alles so langsam. Und dieses Rückwärtslaufen muss ich halt mit der Kamera nach da gedreht machen, damit das gut klappt. Okay, die haben den zerhackt. Ich hack da jetzt auch einfach rein. Ich habe ihn getroffen. Oh, er wird auch von dem Konkavenator angegriffen. Es ist halt so ein wildes Durcheinander. Ich bin ja ehrlich gesagt von sowas ja nicht so der Fan, wenn alle irgendwo chillen und sich angreifen und so. Aber ich bin ja quasi auch auf einem Deathmatch-Server gegangen. Also das ist, glaube ich, relativ normal. Aber ich weiß halt auch nicht, ob mich jemals jemand angreifen würde. Und ich selber bin halt so schwerfällig, dass ich hier nicht wirklich aktiv einen Angriff starten kann. Ich kann mich halt eher verteidigen. Ich frage mich, ob es auf anderen Servern eventuell die Dinosaurier sich mehr verteilen, dass man dann auch mehr Dino-Begegnungen an anderen Orten hat. Weil wäre halt doof, wenn alle immer nur im Hotspot chillen. Oh, guck mal, da vorne sind zwei Eo-Triceratops, sind das, glaube ich, so heißen die, ne? Das sind so riesige Triceratopse. Die wohl Stress wollen? Die kommen so straight auf mich zu? Weiß es nicht. Mich einladen? Geht das? Oh, das geht. Ja, okay. Krass. Jetzt bin ich mit denen in einer Gruppe. Das ist natürlich heftig. Ich meine, wer will uns jetzt noch angreifen? Aber wie schön die beiden sind. Oh, ich bin einfach so ein Gigant. Alles wirkt so winzig. Selbst die beiden, die sind schon echt riesig. Na, guck mal, ist das der Spino vom Anfang? Kriegt jetzt auf jeden Fall einen auf den Sack. Ist mir egal. Aber mich greift keiner an. Ich bin einfach zu groß. Hat keiner Lust zu. Oh, der attackt den Spino. Ich glaube, er killt ihn auch. Das Kämpfen ist auf jeden Fall wesentlich langsamer als bei The Isle. Bei The Isle ist es immer so, wenn man nicht aufpasst, wird man direkt weggeone-shottet. Hier ist das ein bisschen anders. Weggestampft. Was ist da denn für ein Hyena-Don? Gibt's auch echt alles, oder? Wahnsinn, mit den ganzen Mods. Ja, in dem Canyon wird auch gekämpft. Aber ich bin halt wirklich mit Abstand der Allergrößte. Wahnsinn. Selbst die anderen Großen wirken winzig gegen mich. Der Dinosuchus oder was das da ist. Der Shanti, ich bin mir unsicher, wirkt auch winzig. Das ist echt krass. Selbst ein T-Rex. Alles winzig. Vielleicht werde ich jetzt ja mal attacked oder so. Ich habe den Chat übrigens mal aufgemacht, weil nicht, dass ich gegen irgendwelche Serverregeln hier verstoße oder so. Aber ich glaube, der will. Gerne noch schnell Tasten umlegen, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Greift echt an. Ich will nur auch zwei Schweife nehmen. Oh, ich muss hier raus. Okay. Okay, okay, okay. Ich darf hier nicht sein. Seht ihr, deswegen habe ich den Chat aufgemacht. Wusste ich nicht. Das scheint irgendeine Serverregel zu sein.
Wir waren immerhin einmal ganz kurz im Krater drinne, auch wenn es gegen die Regeln war. Das Ziel wurde erreicht. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir nochmal auf die Wiese, gucken, ob uns jemand fighten will. Ansonsten war das schon mal eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ist halt schwierig, wenn man so ein richtig riesiger Dino ist, der auch sehr, sehr stark ist. Der wird halt so gut wie nie angegriffen, ist ja logisch. Ich meine, wer will mich plätten? Das können halt höchstens irgendwelche T-Rexe, die in der Gruppe sind oder so machen wahrscheinlich. Oder Agros oder sowas. Also das müssen wahrscheinlich dann schon mehrere sein. Diese ganzen kleinen Raptoren und sowas, die haben ja keine Chance. Aber Path of Titans ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Falls ihr mehr von Path of Titans sehen wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Es gibt hier super viele Dinosaurier und auch Mods und sowas. Also da können wir echt viel spielen. Vielleicht probiere ich dann auch mal einen Server aus, der halt mehr Survival ist. Es ging halt jetzt echt schnell mit dem Wachsen und so. Ich musste dafür nicht viel leisten. Aber halt trotzdem mal eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.